Die Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist, dass das Bier ausgegangen ist. Das hat man natürlich relativ schnell mitbekommen. Wir haben es aber auch schnell korrigiert. Das können wir ein gutes Learning daraus ziehen. Fünfe trinkt man für ein Bier, ja, wenn man schon so einlädt. Und die Rückmeldungen sind durchwegs nicht direkte Feedbacks bekommen, sondern gute Gespräche. Und aus dem heraus messe ich eigentlich, dass es gut ist. Vor allem gute Gespräche mit unseren Kunden. Ja, unsere Kunden dürfen so einen Rahmen und ein Event etwas zusammen essen, etwas zusammen trinken. Das kommt viel zu selten vor. Das Noach 15 war das hier definitiv nicht. Sagen wir mal, das Ähnlichste, was man vergleichen kann, ist so Tischmessen. Was aber hier effektiv der Unterschied ist, ist der Medialauftritt mit dir, mit Kameras, Mikrofons, Pitches, die sehr vielseitig sind, also diverse von den Angeboten her. Und dann ist es komplett anders organisiert. Also man hat da keine Rechnung, die man herschreibt. Jeder kommt auf eigene Rechnung, sondern unter dem Hut von Open Source, sprich Gemelli Engineering. Und darum kann ich schon sagen, dass ihr das erfüllt habt. Definitiv. Vor allem an der Menge der Leute. Niemals denkt, dass so viele Leute kommen. Ich finde, es war ein guter Anfang. Ich bin wahnsinnig gespannt, in welche Richtung sich die Eventreihe entwickelt. Ich glaube, das Potenzial ist mega da. Und ich glaube, richtig spannend wird es dann, wenn wir anfangen, den Raum auch füllen mit ein unkonventionellen Inputs und anderen Formaten. Und so. Ich habe vor allem heute wahnsinnig viele Ideen mitgenommen, was man hier alles könnte. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Idee davon, dass wir angeregt werden dazu, was man, wie man den Raum füllen könnte, wie man das Event füllen könnte mit coolem Inhalt. Ja. Es war ein super cooles Event, tolle Gespräche, fetzige Leute und vor allem auch höllisch spannende Vorträge. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Merci. Würdest du kommen, wenn wir es noch ein zweites Mal machen? Wenn ich wieder Open Source mache, dann können wir mit mir rechnen. Würdest du nochmal an ein solches Event kommen? Auf jeden Fall. Jetzt haben wir mal präsentiert, vielleicht das nächste Mal nur als Gast. Das übernächste Mal wieder etwas anderes präsentieren. Wir haben noch ganz andere Produkte, vor allem aus der Druckproduktion. Auf diesem Fall, ja, klar. Wie hast du dein Event erlebt? Sehr gut, mega cool gewesen. Für das erste Mal sehr gut organisiert. Ich war auch sehr überrascht, wie viele Leute es hat. Und ja, ich konnte mich gut connecten, gut networken, coole Leute lernen kennen, gut gegessen. Top gewesen. Auf jeden Fall wieder dabei. Wie geht es weiter mit Open Source? Ja, du, jetzt geht es mal darum, den Anlass zu einem Ende zu führen. Mal zu schauen, was dabei rausgeschaut hat. Und von dort aus planen wir den zweiten. Du bist der Chef von unserer kleinen Gemelli-Armee. Wie geht es näher weiter mit Open Source? Das ist aber eine geile Frage. Das ist eine interne Diskussion in unserem Marketing-Verkaufssprint. Wie geht es weiter? Also für mich geht es nach heute definitiv weiter. Wir müssen gewisse Justierungen machen, die ich hier so erlebt habe. Aber das sind kleine, muss ich sagen. Und wenn man auch die Gesichter der Leute geschaut hat, muss man es sicher noch ein bisschen aufarbeiten. Und das überlegen, ob man das noch ein bisschen besser für Besucher machen kann. Insofern eben Informationen, wir haben es offen gestaltet, wie der Name sagt. Dass man das ein bisschen konsolidiert. Aber dem steht, glaube ich, nichts im Weg. Wir müssen aufpassen, wann wir es machen, wie wir es machen. Und dann darf man nicht vergessen, dass man heute viel kommuniziert hat, wo man das nächste Mal vielleicht nicht das Gleiche haben sollte. Also wie bringt man wieder Neues rein in das Ganze? Dass man nicht immer Gemelli mit dem gleichen Tisch, mit dem gleichen Produkt dort hat. Also was macht zum Beispiel Gemelli das nächste Mal bei Open Source? Hoffentlich haben wir nicht die gleichen Leute, sondern andere. Ja.